Guten Morgen, Leute vom Sanur-Hafen auf Bali. Für uns geht es heute nach Nusa Penida zur kleinen Nachbarinsel von Bali. Wir machen einfach einen Tagesausflug und verschaffen uns erstmal einen kleinen ersten Eindruck von Nusa Penida. Es geht vor allem in den Westen. Dort werden wir uns heute alles angucken und dann vielleicht die nächsten Wochen nochmal den Osten. Und ja, hier stehen schon die Speedboote und wir müssen in 5 Minuten los. Also, wir sehen uns gleich. So, wir sind jetzt auf Nusa Penida angekommen, sind auch schon im Auto von unserem Fahrer und der erste Eindruck wirklich sehr gut, also wirklich richtig schönes Paradies. Man hat einen Blick auf Bali von hier und auf den Mount Agung vor allem, das sieht richtig cool aus und es ist einfach noch viel naturbelassen, also wunderschöne Natur noch, nicht so viel los, sehr ruhig, gefällt mir bisher sehr gut und jetzt fahren wir zum ersten Point zum Angels Billabong und noch irgendwas in der Nähe, aber dazu mehr nachher. Okay, wir laufen jetzt zum Angels Billabong und zum Broken Beach und es sieht hier so heftig aus. Guckt euch einfach mal diesen View an. So, wir sind jetzt beim Angels Billabong. Sieht hier schon richtig cool aus. Ich bin gespannt, was der Rest denn so noch zu bieten hat. Ah, es hat schon mal gut angefangen. Aber überall Touristen übrigens. Also, es ist super voll. Hier stehen hunderte Touristen rum. Richtig krass. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da hinten auf dieser Klippe sind so viele Leute. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da ist ein Manta-Rochen. Richtig fetter. Also das hier ist jetzt Broken Beach gewesen. Das ist quasi wirklich 300 Meter daneben. Man muss 4 Minuten dahin laufen oder so. Richtig cool. So, wir sind jetzt an der Killing King Klippe und am Beach. Und zieht euch das einfach mal rein. Das sieht so surreal aus. Das sieht aus wie auf einem anderen Planeten. Das ist so schön. Too many days in the darkness. Without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Also echt Leute, das ist mit das blaueste Wasser, was ich jemals gesehen habe und wir laufen jetzt den ganzen Weg darunter zu dem Strand. Ich glaube, das wird anstrengend, aber ich glaube, da unten am Strand ist es richtig cool. Ich bin gespannt. Unser Guide hat uns jetzt gleich 4-mal gefragt, ob wir das wirklich machen wollen. Aber man ist halt nur einmal in seinem Leben hier. Und ganz viele Menschen stehen tatsächlich auch hier oben und machen einfach nur ein Foto und gehen gar nicht runter. Aber wir ziehen das auf jeden Fall durch. So, wir haben es runter geschafft. War richtig anstrengend, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist mit das blaueste Wasser, wirklich, was ich jemals erlebt habe. Mein Flipflop ist aber nur kaputt gegangen auf dem Weg, also musste ich barfuß runter. Was aber tatsächlich besser war als mit Flipflops. Aber ein kleiner Tipp, wenn ihr hinkommt, nehmt Sneaker mit oder irgendwelche Wanderschuhe, wenn ihr es habt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist so krass schön. So, wir haben jetzt etwa 20 Minuten gechillt und jetzt gehen wir wieder nach oben.
Ich lege aber jetzt mein Handy weg, weil es, glaube ich, sonst zu anstrengend war. Auf dem Weg runter war schon richtig krass, aber wir sehen uns gleich wieder. Ey Leute, es ist übertrieben anstrengend hochzugehen. Also ich bin komplett von der Stamina, von der Kondition im Arsch. Also es ist einfacher, weil man weiß, wo man hinklettern muss. Und man, wenn man fällt, fällt man nach vorne, dann kann man sich wieder greifen. Aber es ist tausendmal anstrengender von der Kondition. Janka ist auch noch irgendwie 200-300 Meter hinter mir mit unserem Guide. Das dauert, glaube ich, noch. Und wir müssen noch bis da oben hoch. Das schaffen wir auch noch heute. So, ich bin tatsächlich schon seit einer Viertelstunde hier oben und sitze hier rum. Und immer noch keine Spur von Janka und dem Guide. Die sind noch irgendwo zusammen unten. Janka kackt wirklich komplett ab. Also die hat auch in ihrem ganzen Leben noch nie wirklich Sport gemacht. Das muss man zu ihr sagen. Also Leute, vielleicht zur Schwierigkeit. Runter ist jetzt nicht wirklich anstrengend. Man muss nur aufpassen, wo man hintritt. Hoch ist wirklich anstrengend, aber wenn ihr Sport macht, ist das auch easy. Also klar, ich war jetzt außer Atem, aber es war schon okay. So, wir sind am letzten Spot für heute angekommen, der Crystal Bay, dem Strand hier. Im Vergleich zu allem anderen jetzt nicht wirklich so richtig krass schön, aber immer noch schön. Aber die anderen Sachen waren natürlich besser, aber es ist trotzdem cool hier. So, wir haben uns jetzt noch Kokosnüsse bestellt und chillen hier noch ein bisschen, bis es gleich nach Hause geht. Und das war's dann auch schon mit dem Abenteuer Nusa Penida heute. War auf jeden Fall ein richtig cooler erster Einblick. Aber wie gesagt, wir waren heute nur im Westen und haben halt so die Hauptattraktion gemacht. Aber die waren wirklich verdammt schön. Nusa Penida ist wirklich ein richtig krasses Paradies. Es ist nicht so viel Verkehr, aber an diesen ganzen Spots, wie auch hier, sind halt hunderte Menschen schon. Also es ist schon sehr touristisch an den Highlight-Spots, sage ich mal. Aber trotzdem halt sehr schön, und wenn ihr auf Bali seid, vor allem wenn ihr ein bisschen länger auf Bali seid, kann ich euch wirklich nur empfehlen, rüber zu fahren. Übrigens habe ich eine Bali- und Indonesien-Playlist erstellt, die ihr hier oben findet. Die blende ich mal ein, da könnt ihr einfach mal reinschauen. Da sind alle Videos von Bali und Indonesien aus den letzten Wochen, alles was in den nächsten Monaten noch hier passieren wird. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.